Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Warframe-Bildvideo, diesmal zum Tatsu Prime. Ja, das Tatsu Prime ist ein Zweihand-Nikaner und zwar das neueste, was wir haben. Wobei das Tatsu selber das erste Zweihand-Nikaner im Spiel war. Das normale Tatsu bekommt man, also die Blaupause, aus dem generellen Ingame-Market für Credits. Heißt, überhaupt nicht schwer zu bekommen. Allerdings kostet das Ganze 2 Argon-Kristalle, 1200 Kuva und 2 Ressourcen, 2 Legierungen aus den Plains of Eidolon, also nicht ganz so billig. Könnt ihr unten im Wiki-Artikel nachlesen. Und ja, das Tatsu Prime ist ein Zweihand-Nikaner, wie gesagt. Und wir haben insgesamt 3. Wir haben das Tatsu, beziehungsweise das Tatsu Prime, ich zähle das mal als 1, das Pennant und das Livia. Mehr Zweihand-Nikanas haben wir nicht. Wir können mal hier. Das Livia, das Pennant und das Tatsu Prime. Das sind die Zweihand-Nikaner. Nun, wo würde ich das Tatsu Prime einordnen zwischen den dreien? Ganz ehrlich, etwas hinter dem Livia würde ich so spontan sagen, in Sachen Damage, in Sachen Coolness-Faktor, ist das Tatsu Prime höher. Pennant ist knapp dahinter, also das sind wirklich minimale Unterschiede da. Pennant besonders gut für schweren Angriff, aber halt für normale Attacks nicht ganz so gut geeignet. Trotzdem relativ stark, auch wenn man nicht auf schweren Angriff spielt. Kommt in Zukunft auch noch ein Bild. Ich habe jetzt vor, die Zweihand-Nikanas nochmal durchzugehen. Ich habe ja schon für das Tenet Livia und fürs Pennant ein Bildvideo gemacht. Das ist jetzt allerdings schon, die sind von 2021. Da hat sich einiges geändert, besonders beim Pennant, genau. Von wegen Heavy Attack Build, das war damals nicht ganz so gut. Das habe ich jetzt verbessert inzwischen. Inzwischen spiele ich auch häufiger Heavy Attacks. Bin immer noch kein Freund davon, aber egal. Nun, kommen wir zum Vergleich zum normalen Tatsu. Wir haben 0,17 mehr Angriffsgeschwindigkeit, das ist nett. Wir haben erhöhten Base Damage. Wir haben 6% mehr Crit Chance, das ist relativ viel. Wir haben 0,4 erhöhten Crit-Multiplikator und 2% mehr Status. Zusätzlich etwa 13 mehr Schnittschaden und auch 13 mehr Strahlungsschaden. Habt ihr richtig gehört? Strahlungsschaden. Wir haben standardmäßig Strahlung auf der Waffe. Das ist eigentlich ziemlich geil. Strahlung ist ein ganz guter Statuseffekt und eignet sich super für Condition Overload. Heißt das so? Statusüberladung auf Deutsch, genau. Nun gehen wir, bevor wir aufs Bild eingehen, auf die Passive ein, denn es gibt eine passive Fähigkeit dieses Schwertes. Das war komisch formuliert, aber egal. Also das Tatsu Prime hat eine passive Fähigkeit, genauso wie das normale Tatsu. Steht hier oben, Tatsu Prime glüht mit spektraler Klinge, bla bla bla, Strahlungsschaden wissen wir. Es wird mit jedem Tod eines Gegners stärker, vor allem wenn es von Revenant geführt wird. Was bedeutet das im Klartext? Wenn wir einen Gegner töten, kriegen wir eine Aufladung auf diesem Schwert. Diese Aufladungen können bis zu 5-mal gestapelt werden, das heißt, wir töten 5 Gegner, haben 5 Aufladungen. Wenn Revenant dieses Schwert führt, also wenn ihr Revenant mit dem Schwert spielt, dann habt ihr 9 Aufladungen. Plus 4. Mehr nicht. Das ist alles, was ihr einen Bonus bekommt, wenn Revenant dieses Schwert benutzt. Diese Aufladung, was macht das? Wir kriegen also eine Aufladung und sobald wir eine Slight Attack machen, schießen wir zielsuchende Projektile. Diese Projektile treffen auch Gegner hinter uns, das heißt, wir können durchaus gegen eine Gegnermasse durchchargen und die werden trotzdem getroffen. Diese Aufladungen halten 120 Sekunden, das heißt, wenn ihr 2 Minuten keinen Gegner getötet habt, dann sind die Aufladungen weg. Aber im normalen Spiel eigentlich habt ihr innerhalb von 2 Minuten immer was getötet, deswegen, naja. Ebenfalls, wenn ihr einen Stun dadurch verursacht, werden auch die Gegner für Finisher geöffnet, als kleiner Funfact. Und wenn ihr Ivara nutzt, Ivaras, ich glaube, 2. oder 3. Fähigkeit, kann Projektile steuern. Geht bei diesem Schwert auch. Würde ich jetzt nicht zwangsläufig empfehlen, aber geht auch. Ja, gucken wir uns gleich nochmal an, sobald wir Gegner spawnen, wie das Ganze aussieht. Wir gehen jetzt erstmal aufs Bild ein. Ich habe 2 Builds vorbereitet. Jetzt nicht verwirrt sein, hier kommt nämlich ein Bild, das war mein Anfangsbild. Wir hatten weiße Klinge, Blutrausch, Ausweider, Nordwind in Kombination mit Fieberschlag, Zustandsüberladung, nässende Wunden, Primed Raserei und Primed Reichweite. Also ein ziemlicher Standardbild.
Nun, das Tatsu Prime glänzt nicht zwangsläufig mit Virusschaden. Virusschaden und Schnittschaden sind immer eine schöne Kombination auf Nahkampfwaffen, weil Virus halt das Leben halbieren kann. Von Gegnern. Es reduziert das Maximalleben. In Kombination mit Schnitt ist das halt super, weil Schnitt ignoriert Rüstung. Das heißt, geht direkt aufs Leben. Das Leben ist direkt reduziert, halbiert oder wie auch immer. Und es ist halt da Schnitt. Das ist halt eine super Kombo. Dieser Blutungseffekt. Auf dem Tatsu nicht ganz so gut. Ich meine, das hier ist immer noch ein solider Bild. Kann man nichts gegen sagen. Ist gut. Ist jetzt aber nicht maximal unser bestes Bild. Deswegen gehen wir auf den besseren Bild direkt ein und ignorieren das. Ihr könnt das so bilden. Der hier ist ein bisschen komplizierter zu bilden. Wir haben drin Blutrausch. Unsere Crit-Chance stapelt sich, je höher wir den Kombo-Multiplikator haben. Das ist ein Kombo-Bild. Heavy gibt es gleich auch noch. Dann haben wir nässende Wunden für Startechance, stapelbar mit dem Kombo-Multiplikator. Je höher unser Kombo-Multiplikator, desto mehr Statuschance. Dann natürlich Ausweider für Crit-Schaden, opfernder Stahl für Crit-Chance, verdorbener Schlag für zusätzlichen Schaden. Wir büßen ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit ein, aber ist trotzdem relativ gut. Dann Beschleunigung für Angriffsgeschwindigkeit und 20% Chance, den Kombozähler zu erhöhen. Das ist einfach nur ein Utility-Mod mit der Kombozähler. Ihr könnt da natürlich hier Primed Raserei reinmachen, dann habt ihr direkt 15% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Oder wenn ihr in niedrigeren Levelbereichen seid, also ich sag mal unter Level 120, Berserker Raserei auch vollkommen okay. Also wir haben eine relativ hohe Standardangriffsgeschwindigkeit, das ist schon mal gut. Aber mit Berserker Raserei und Primed Raserei geht vollkommen klar. Theoretisch kann man auch Gladiator Laster benutzen. Ist zwar der schlechteste der Speed-Mods, wenn man jetzt mal die normalen Raserei ausnimmt. Also, ne, der ist nochmal schlechter, weil er halt nicht den Bonus hat. Aber ja, ihr könnt da den Speed-Mod reinmachen, den ihr haben wollt. Das ist vollkommen austauschbar. Dann, Sirrender Tod für 120% mehr Schnittschaden. Sirrender Tod gibt uns mehr Schnittschaden. Kann man austauschen gegen, falls ihr Sirrender Tod nicht habt, Gezackter Rand. Gibt uns nur 90% Schnittschaden. Oder Karnes Mandibel gibt uns ebenfalls 90% Schnittschaden plus 60% Statuschance. Nun, ich habe Sirrender Tod und Karnes Mandibel verglichen miteinander, getestet. Sirrender Tod ist etwas besser. Es ist aber auch vollkommen okay, wenn ihr Karnes Mandibel mit reinnimmt. Gezackter Rand würde ich nicht zwangsläufig empfehlen. Aber wenn ihr die beiden anderen Mods nicht habt, dann nehmt ihr Gezackter Rand. Ja. Was ist austauschbar? Austauschbar wäre statt verdorbener Schlag mit plus 100%, wenn ihr gegen Grenier spielt, Prime Grenier bestrafen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich würde hier allerdings nicht den normalen Grenier bestrafen oder halt gegen welche Fraktion ihr halt spielt. Heißen die eigentlich alle bestrafen? Ja, Befallene bestrafen, Korpus bestrafen, Korruptierte bestrafen gibt es glaube ich auch. Auf jeden Fall, wenn ihr wisst, ihr spielt nur gegen diese eine Fraktion, dann nehmt ihr halt einen dieser Mods mit rein. Bin kein Freund davon, weil man muss immer austauschen, den Mod. Man kann nicht einfach sagen direkt, okay, ich wechsle auf das Bild, fertig. Oder man macht sich halt ein Bild für alle Fraktionen, aber mit Korruptierten ist das halt nochmal wieder ein Slot mehr, kostet wieder 10 Platinum, wie auch immer. Das ist halt jetzt ein für alle Fraktionen gültiger Bild. Kann man natürlich austauschen gegen hier Schaden gegen Grenier. Kann man dann auch austauschen, das habe ich nicht getestet, weil es einfach hier vom Format gerade nicht passt, gegen Sirrender Tod. Also Sirrender Tod oder verdorbener Schlag kann man austauschen gegen Bestrafen Fraktion XY. Würde ich allerdings den Primed Mod empfehlen. Weil der hier ist zum Beispiel jetzt nicht vollgelevelt, ist trotzdem schon 15% mehr Schaden als beim den normalen Grenier bestrafen. Ja, wie sieht das Ganze im Endeffekt aus? Gucken wir uns an. Wir nehmen 185er Heavy Gunner. 20 Stück. Und bevor wir das machen, können wir schon mal simulieren. Ich benutze hier Excalibur Umbra.
Ist nicht die schlauste Idee fürs Vorführen. Wenn ihr selber spielt, ist das natürlich eine schlaue Idee. Denn, einen Moment. Die Passive von Excalibur Umbra könnt ihr da unten lesen. Angriffe sind um 10% schneller und verursachen 10% mehr Schaden, wenn Schwerter verwendet werden. Das dürfte aufs Tatsu ebenfalls zutreffen, weil es ein Schwert ist. Heißt, durch den Bonus von Umbra bekommen wir nochmal 10% Angriffsgeschwindigkeit und 10% mehr Schaden. Heißt, wir haben hier ein bisschen an den Stats geschummelt. Aber ich werde alle Zweihand Nikanas mit Umbra testen. Ist halt nur den anderen Nahkampfwaffen jetzt gegenüber ein bisschen unfair. Aber wie gesagt, habe ich jetzt erwähnt. Ansonsten, wir benutzen Arcana Heap auf Maximum. Das heißt, wenn wir einen Gegner treffen, haben wir eine 15% Chance, 60% Angriffsgeschwindigkeit zu bekommen. Das gleicht das Ganze nochmal ein bisschen aus. Ist ganz nett, die Angriffsgeschwindigkeit sollte man dabei haben. So, dann müssen wir natürlich jetzt als erstes einen Kombo-Multiplikator aufbauen. Jetzt sind wir schon auf 7 und man sieht, der Schnittschaden ist ordentlich. 12er Multiplikator, wir haben Maximum. Die ticken runter wie sonst was. Also sehr gut, das Tatsu Prime in Sachen Schnittschaden. Ist natürlich auch eine Waffe, die auf Schnittschaden spielt. Wenn euch das Ganze zu langsam war, das kann einem jetzt so vorkommen, ich find's okay für eine Zweihandwaffe, dann kann man natürlich auch, wo haben wir das Bild, überlegen, statt dem sirrenden Tod oder dem verdorbenen Schlag noch ein, kann man das? Einen Moment, kann man das? Noch ein Angriffsgeschwindigkeitsmod reinzunehmen, neben Beschleunigung, würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber für niedrige Levelbereiche ist das vielleicht ganz angenehm. Oder man spielt es mit Frames wie Gauss, Wisp, Volt, die generell die Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Auch sehr nett damit zu spielen. Da fällt mir ein. Wir simulieren mal kurz. Ich hoffe, wir haben die Charges noch. Haben wir nicht. Okay, wir töten nochmal ein paar Gegner. Wollen wir doch die Passive hier zeigen. Wir spielen natürlich mit Naramon-Fokus, damit wir nicht den Kombo-Multiplikator verlieren. So, drei Gegner müssen jetzt erstmal reichen. Wir machen den Charge. Und da flogen jetzt diese Projektile, habt ihr gesehen. Die sind nicht sonderlich stark, aber ist okay. Und wie ihr seht, wenn die getroffen werden, kann man direkt einen Finisher an die machen, weil die gestunt sind. In den meisten Fällen. Dann kommen wir jetzt zum Heavy-Build. Sieht folgendermaßen aus. Korrupte Aufladung für Startkombo. Heißt, wir haben direkt eine Startkombo von 2. Wir haben Minus-Kombo-Dauer, ist uns in der Hinsicht dann vollkommen egal. Wir spielen nicht auf Kombo. Gladiator macht für Crit-Schaden in Kombination mit Almagan-Ausweiler. Ebenfalls für Crit-Schaden. Und 60% schnellere Vorbereitung zum schweren Angriff. Das ist nämlich die Verbesserung im Gegensatz zum normalen Ausweiler. Wir verlieren 5% Crit-Schaden, bekommen dafür aber 60% schnellere Vorbereitung zum schweren Angriff. Das ist ein guter Deal. Dann opfernder Stahl für Crit-Chance in Kombination mit opfernde Bedrängnis. Hätten wir Bedrängnis nicht, nehmen wir mal raus, hätten wir eine Crit-Chance bei opfernder Stahl von 220, haben wir opfernde Bedrängnis drin, es ist 275. 55% mehr ist nicht schlecht. Ist sogar sehr, sehr gut. Primed Reichweite, einfach für die Reichweite. Ich habe überlegt, statt der Reichweite hier theoretisch auch noch einen Damage-Mod reinzumachen. Ich weiß gerade nicht welchen. Aber ist auch egal.
die Reichweite ist schon relativ wichtig. Gerade beim Heavy Attack, wir wollen möglichst viele Leute treffen. Deswegen würde ich Primed Reichweite drin lassen. Kann man natürlich gegen einen Damage-Mod austauschen. Würde ich aber nicht empfehlen. Dann Todesstoß. 120% Nahkampfschaden für schweren Angriff. 60% schnellere Vorbereitung zum schweren Angriff. Nice. Und Sirrender Tod für 120% mehr Schnittschaden. Und jetzt weiß ich auch wieder, welchen Mod ich da reingenommen hatte. Nämlich den verdorbenen Schlag für 100% mehr Schaden. Lohnt sich nicht wirklich. Die Reichweite ist da durchaus angenehm. Das Ganze gucken wir uns natürlich auch an. So, der ist tot. Der ist fast tot. Der ist auch fast tot. Natürlich kriegt der, auf den wir zielen, deutlich mehr Schaden. Als die, die drumherum stehen. Aber ist trotzdem, also... Nicht zu unterschätzen, ist eine gute Waffe. Es gibt bessere Heavy Attack Waffen. Ganz klar. Das Pennant würde ich da wirklich dazu rechnen. Dass es da einfach besser ist. Oder das Destreza zum Beispiel mit dem Riven, habe ich auch ein Bild zu gemacht. Auch enorm stark, was Heavy Attacks angeht. Mit Schnittschaden. Aber auch hier, das Tatsu ist nicht schlecht, ist im oberen Bereich, egal wie man es spielt. Eine solide Waffe. Und ja, eine Sache kann ich noch zeigen, bevor wir das Video hier beenden mit dem Tatsu Prime. Nämlich, wo wollte ich hin? Excalibur Umbra. Habe ich ein Bild zu gemacht, 2021. Und um ein bisschen Eigenwerbung zu machen, ich spiele gerade Excalibur Umbra echt gerne im Moment. Ist ein cooler Warframe, cooles Design. Ich benutze hier gerade den Sato-Skin. Kann man auch auf den normalen Excalibur machen. Ich zeige einfach mal, was die erhabene Klinge kann. Es ist so nice, mit diesem Charakter durch Gegnerhorden durchzuschnetzeln. Und er kann sogar vieles überleben. Mit dem Bild, den ich ihm angedeiht habe. Angedeiht habe? Angedient habe? Den ich für ihn erstellt habe. Und für das Schwert. Wenn euch das interessiert, wie man Excalibur Umbra moddet. Die Mods sind gleich geblieben, das Bild an sich. Ich habe nur ein paar Mods verbessert. Da hat sich also nur was vom Damage an sich geändert. Nicht von den Mods selber. Ist hier oben jetzt wahrscheinlich verlinkt. Nicht wundern, es ist von 2021, ist aber immer noch aktuell. Wie dem auch sei, so viel zum Tatsu Prime. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, möglicherweise zum Livia, zum Tenant Livia oder zum Pennant. Ich verabschiede mich. Bis dahin, ciao, ciao.